liebe Freunde und Gäste von Alleinklang TV und Kupfer Anton. Wir möchten mit dir oder Ihnen heute sprechen über das hochinteressante Thema Wasserbelebung und Informierung. Und da alles Geniale einfach ist, stellen wir euch hier einen neuen, effizienten und ganzheitlichen Weg vor, wie Wasser belebt, energetisiert und positiv informiert werden kann, mit diesen Wasserkarten, mit Edelsteinen, Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall und mit den super effizienten Wasserperlatoren von Santec. Warum das so genial ist, werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr im Internet bei Google unter Wasserinformierung oder Wasserbelebung diese Begriffe eingibt, werdet ihr hunderte von mehr oder weniger effizienten oder teuren und preisgünstigen Möglichkeiten finden, wie Wasser informiert und energetisiert werden kann. Ich brauche darauf jetzt nicht im Näheren einzugehen. Ihr könnt das rausfinden und die meisten von euch, die wissen schon, was ich meine. Dann werdet ihr unter Belebung auch eine Methode finden, wie sie bei Kupfer Anton auf der Internetseite beim Thema Wasserbelebung vorgestellt wird. Ihr seht auch hier die Preise für die Wasserkarten und die Perlatoren. Das sind schon gegenüber dem, was so handelsüblich ist, wie ihr das hier seht, gravierende Unterschiede. Und immer wieder wird Viktor Schauberger zitiert oder grander zitiert als Urväter der Wasserenergetisierung, der Wasserverwirbelung. Ihr wisst, Schauberger als Naturforscher und Förster hat viele wertvolle Dinge in der Natur entdeckt, einfach durch Hinschauen und Beobachten und dann nachahmen. Von ihm stammt auch der Satz, die Menge glaubt, dass alles schwer Begreifbare tiefsinnig sei, nur das Unreife, Unklare und oft Falsche ist schwer begreifbar. Die höchste Wahrheit ist einfach und sie geht durch den Schädel direkt ins Herz. Einige von euch werden auch als bekanntesten Wasserfilm diese ZDF-Doku, auch Beate ausgestrahlt, gesehen haben oder kennen das Geheimnis des Wassers. Und auch wenn Schauberger das Zeitalter der Quantenphysik gar nicht so erlebt hat, so hat er doch Erkenntnisse gemacht, die ja sehr, sehr viel mit der Quantenphysik zu tun haben, wenn er sich zum Beispiel mit Forellen beschäftigt hat oder auch das Thema des Herzens und des Blutes untersucht hat. Ihr könnt zu jeder Zeit das Band anhalten und euch die Texte und die Bilder genau anschauen. So sagt er hier, das Thema Herz könnte nie eine Druckpumpe sein. Diese können niemals das dickflüssige Blut bis in sämtliche der feinen Kapillare von Händen und Füßen drücken. Nein, nur durch die spiralige Einrollung bekommt das Blut einen achsmittigen Vortrieb und damit eine ziehende Eigenschaft. Das Herz ist nur der Taktgeber. Ja, mehr noch, nach Meinung von Schauberger werden in der seelischen Achsmitte der Spirale Raum und masselose Kräfte in die Materie gebunden, welche metaphysischer Art sind und mit den normalen Gesetzmäßigkeiten der Physik nicht erklärt werden können, nämlich wir hier Levitationskräfte haben und genau die gleichen Levitationskräfte, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wir Menschen aufrecht gehen können, Quellen an den höchsten Berggipfel entspringen oder Forellen überreißende Wasserfälle emporgetragen werden können. Das sind alles Eigenschaften, die schon sehr ist in das Thema der Quantenphysik oder in das Thema der Metaphysik
hineinreichen. Und im Buch Unsere sinnlose Arbeit, voll von Dingen, wo der Mensch gegen die Kräfte der Gravitation oder gegen die Möglichkeiten der Intuition arbeitet, eine intuitive, ganzheitliche Schau der Natur ließ in der Person Viktor Schauberger eine Naturphilosophie erblühen, die mit nichts vergleichbarer ist, was wir aus den herkömmlichen Philosophie und Wissenschaft kennen, aber sehr wohl mit der Metaphysik und mit der Quantenphysik zu tun hat. Und obwohl die Sätze der Quantenphysik zu Schaubergers Zeiten noch gar nicht bekannt waren, hat er eben aus der Beobachtung der Natur schon tiefe Einsichten dort hinein gewonnen. So auch Kupfer Anton mit Namen Anton Willi Gehlen, derjenige, der den Anton im Kupfer gebracht hat und große Verdienste ja im gesamten deutschsprachigen Raum hat, dass das Thema Kupfer oder intuitiven Angang von Lebensprozessen weit, weit vorangeschritten ist. Wir haben in einem kleinen Forscherteam mit Kupfer Anton uns um neue Technologien in einem achtsamen Landbau gekümmert und wir haben aus unseren Ermittlungen, wie wir das gemacht haben, komme ich später auch noch dazu, unsere Ermittlungen haben gezeigt, dass die Stabilität in der Vierheit auf der Erde maßgeblich damit zu tun hat, dass wir Menschen unsere Gesundheit behalten und Heilung anstreben in unserem Mehrkörpersystem, dass wir in jedem Fach und im Umgang mit Menschen Kompetenz erreichen, dass wir wieder in Einklang mit den Lebensrhythmen und Zyklen der Erde leben und dass wir ausgerichtet sind, der Überbegriff heißt Syntropie, ausgerichtet sind auf Ziele, die dem Wohl des Ganzen dienen. Denn Kupfer Anton hat nicht nur mit den normalen Geräten zu tun und es geht nicht nur darum, Kupfer in der Bearbeitung des Bodens einzusetzen. Es ist weit mehr als nur das Arbeiten mit Kupfergeräten dafür verantwortlich, dass wir ein lebendiges Wasser und eine lebendige Nahrung bekommen. Wie weit die Gesundheit im Mehrkörpersystem reicht und wie groß der Wert von Enzymen ist und was sich in den Pflanzen überhaupt abspielt, damit Enzyme entstehen können, das können Sie oder könnt ihr in diesem Buch Lang leben ohne Krankheit erfahren. Dass es noch um viel, viel mehr geht, als nur, ja, stupide im Garten zu arbeiten, sondern das Gewahrsein, die Wachheit über die Prozesse, die im Mehrkörpersystem und in der Natur laufen. Unsere Wachheit, unser Gewahrsein entscheidet darüber, wie die Pflanzen wachsen. Fachliche und menschliche Kompetenz, wie geht man in der Bodenbearbeitung und mit den Wesen, mit den lebendigen Wesen richtig um und wie tun wir das alles in Einklang mit den Rhythmen und Zyklen der Natur. Das alles ist dafür entscheidend, wie die Pflanzen wachsen und welches Maß an Lebensenergie sie haben, auch dafür, wie wir Wasser effizient energetisieren und aktivieren können. Denn es ist schon seit Jahrtausenden bekannt, dass der Mensch ein multidimensionales Schöpferwesen ist, welches in einem Mehrkörpersystem sozusagen in vielen Raumanzügen existiert, mit dem physischen Körper, dem Energiekörper, dem Astralkörper, dem Mentalkörper, mit den kausalen Programmen, mit dem individuellen Bewusstseinsfunken, der gemeinsam mit allen anderen Bewusstseinsfunken in der Alleinheit lebt als Allbewusstsein oder als Allseele. Und die meisten Technologien, mit denen gearbeitet wird,
erreichen gerade mal die Energiesysteme des physischen Körpers, des Energiekörpers, aber gehen niemals in diese höheren Bewusstseinsebenen hinein. Wir wissen ja, wie klein der Ausschnitt ist, den wir mit unseren physischen Ohren und unseren physischen Augen aus dem gesamten Frequenzbereich sehen und wahrnehmen können. Wir wissen ja, wie einfach es ist, dass den Menschen, weil sie bestimmte Dinge nicht kontrollieren und nachprüfen können, durch die alten Systeminstanzen, Programme oder angebliche Gesetzmäßigkeiten eingegeben werden können. Und es ist in Wahrheit völlig anders, wie das Leben oder wie die Energetik funktioniert. Und wir wissen ja, es gibt nicht nur zwei extreme Gesichtspunkte der Dualität, die für die diese Bilder hier stehen und Vase oder Gesichter. Keines dieser beiden Gesichtspunkte oder Gegensätze oder Bilder kann gleichzeitig wahrgenommen werden. Immer gibt es einen kleinen Blickwinkelunterschied und es gibt im Leben nicht nur die Dualität, sondern es gibt die Multidimensionalität, wie sie unsere Ahnen gekannt haben. Wenn wir in Null oder wenn der Gewahrseinsfunke in Null im Zentrum ist und wenn wir uns den Menschen in einem kugeligen 3D-Kino vorstellen, dann gibt es Myriaden von Gesichtspunkten, wie wir sie uns von innen nach außen in unser Multi-3D-Kino spiegeln können. Und entweder sind wir im Außen verhaftet in den Spiegelungen im Nebel, oder wir begreifen, wie das Leben wirklich von innen nach außen gespiegelt wird. Entweder sind wir in Not oder in Einklang mit den Tönen. Entweder gebeutelt von den Polaritäten, wie wir sie im Außen in unserem Raum wahrnehmen, oder wir sind in Null zwischen den, ja, zwischen Schein und Sein, zwischen Plus und Minus und werden uns gewahr, wie wir die Realitäten von innen nach außen projizieren. Festgehalten in den sieben hermetischen Prinzipien, mit denen alles Sein und Werden erklärt werden kann. Und wieder in Einklang mit den Rhythmen und Zyklen, wie sie unsere Ahnen seit Jahrtausenden in ihren Riten und ihren Gebräuchen festgehalten haben, ganz gleich, wo wir uns auf der Erde befinden. Dass diese Gesetze, diese hermetischen Prinzipien und dass das Gewahrsein, dass alles Geist ist, heute in alle Lebensbereiche Einzug gehalten hat, sehen wir hier oder könnt ihr euch anschauen. In der Doku, die ihr im Internet findet, über das Fußballwunder von Dortmund, wo der Herr Klopp als erfolgreicher Trainer mit seiner Young Generation auch an Programmierungen arbeitet oder mit Programmierungen, mit Mentaltraining arbeitet, nicht nur im Fußball, wo wir sehen können, dass vielleicht Borussia Dortmund dass es gar kein Zufall ist, dass diese Mannschaft so Ausführliches erreicht hat. Wir können es auch sehen bei anderen Leistungssportlern, die heute mit Mentaltraining oder sogar Kinesiologie zielgerichtet daran arbeiten, die richtigen inneren Programme zu gestalten, die dann im Außen als Erfolg erlebt werden können. Und genau mit diesen Klärungstechnologien haben wir daran gearbeitet, wie wir auf einfache und intelligente Art und Weise lebendiges Wasser und energetisiertes Wasser herstellen können. Wir haben nämlich alle diese Methoden einzeln und gemeinsam getestet und etwas Besonderes
in die Realität gebracht, in die Spannungsgegensätze von Denkgewohnheiten. Den wenigsten ist bekannt, dass die Macht des Denkens oder des Gewahrseins, zum Beispiel Dr. Joseph Murphy in seinem ersten Buch Die Macht des Unterbewusstseins oder die Macht des Bewusstseins geprägt hat, hier besondere Sätze bekannter Persönlichkeiten, die ausdrücken, wie sehr das Bewusstsein und das Denken über die Erlebnisse entscheidet, im positiven Sinn. Ein gleicher Murphy, aber eben ein Ingenieur und Captain, Edward Murphy, hat den Satz geprägt: Alles, was schief gehen kann, wird auch mit Sicherheit schief gehen. Zwei Murphys, die für Extreme, die extremen Erfahrungen an Polaritäten stehen. Auf der einen Seite das Denken und ausgerichtet sein in die eine Richtung, in die andere Richtung. Es gibt genug Beispiele im Leistungssport, wo wahre Serien an Erfolg oder Misserfolg erlebt werden. Denken wir ans Rudern bei Olympia 2012. Der Deutschlandachter, 35 Siege in Folge mit der Olympia-Goldmedaille 36. Oder denken wir ans Turnen, wo einer der deutschen Turner bei allen Wettkämpfen ab einem bestimmten Zeitpunkt beim Reck abgestürzt ist. Woher kommt das? Wo liegen die Gedanken und Programme, die darüber entscheiden, welche Realitäten wir erleben? Und woher kommen die Erkenntnisse, die bekannte Persönlichkeiten schon vor Jahrhunderten gemacht haben, dass alles, was wir brauchen, in unserem direkten Umfeld vorhanden ist? Mit diesen Begriffen, die immer eine Dreiheit darstellen, Physik, Metaphysik, Quantenphysik und das Trinitätsgesetz beinhalten. Eins der wesentlichsten Gesetze, was in unserer Urform, in der Trinität oder im allsehenden Auge enthalten ist. Oder liebevolles Miteinander, achtsamer Landbau, wertschöpferisches Handeln. Oder Astrologie, Kinesiologie. Geomantie, Ökologie, Geologie, Ökonomie. Mit allen diesen Themen haben wir seit etwa 15 Jahren intensive kinesiologische Klärungen und Ermittlungen gemacht und können in vielen Lebensbereichen heute schon sagen, dass es immer einen Sender gibt, der Dienstleistungen oder Produkte geschaffen hat, die er mehr oder weniger erfolgreich entsprechend seiner Einstellung an bestimmte Zielgruppen weitergibt und diese Zielgruppen dann damit bestimmte prüfbare oder nicht prüfbare Erfolge oder Misserfolge haben. Wie zum Beispiel Kupfer Anton, in Österreich hergestellte oder aus in Österreich vertriebene und auch eigene Geräte aus eigener Herstellung, also Kupfergeräte, weitergibt mit einem bestimmten Know-how, mit einem bestimmten Programm und diese Kupfergeräte dann im Boden, den Boden bearbeiten, dort wo die Mikroorganismen sitzen und in diesem Boden mit einem bestimmten Bewusstsein und mit einem bestimmten Know-how ganz bestimmte Ergebnisse erreicht werden sollen, die eben einem lebendigen Wasser und einer lebendigen Nahrung entsprechen. Alles Metaphysik, alles Quantenphysik und das Bewusstsein und das Gewahrsein entscheidet darüber, was bei der Arbeit mit den Geräten, bei den Menschen, die diese Geräte gekauft haben, mit den Mikroorganismen im Boden, in der Keimschicht,
mit den Gedanken, die dort eingebracht werden, passiert und welche Energetik dann in den Nahrungsmitteln, in den erzeugten Produkten im Garten erzielt wird. Und wer eine besondere lebendige Nahrung und ein besonderes lebendiges Wasser haben möchte, dem sei von Herzen, seien von Herzen diese drei Bücher empfohlen, die Sie auch im Text genannt und mit den Links auffinden können. Und dieses Gewahrsein und dieses Bewusstsein, das dringt in sämtliche Formen der Energetik ein, ob das jetzt die Mikroorganismen sind, ob das jetzt das geomantische System der Erde ist, ob das jetzt das von Rupert Sheldrake erkannte morphogenetische Feld ist, ob das unser Mehrkörpersystem ist. Von innen nach außen wird die Energetik, muss die Energetik involviert und bearbeitet werden. Und längst ist es auch in der freien Wissenschaft bekannt, dass es multidimensionale Universen gibt, dass es multidimensionale Möglichkeiten gibt, hier wie ein Ball in einem, ja, Basketballfeld potenzielle Ebenen, Stellungen, Aufenthaltsräume des Balles, somit auch multidimensionale Erfahrungen, die ein Gärtner im Garten, die ein Mensch im Leben machen kann. Und es deutet eben alles darauf hin, dass wir Menschen Gewahrseins- oder Seelenfunken sind, die mit bestimmten inneren Programmen beseelt, sich bestimmte Erfahrungen wie in einem 3D-Kino nach außen in das Multi-3D-Kino spiegeln und dass wir alle miteinander als lebendiges Sein oder lebendiges Gewahrsein miteinander verbunden sind und dass wir alle miteinander gerade dabei sind, genial einfache Technologien zu entdecken, mit denen wir Oasen schaffen können und unseren ganzen Lebensraum ändern können. Denn das allererste Prinzip der Hermetik sagt, alles ist Geist, das Universum ist geistig oder das Universum ist Bewusstsein oder das Universum ist Gewahrsein. Wir finden in diesem Vitalitätskügelchen, das jeden lebendigen Organismus beseelt, genügend Formen von Schauberger, genügend Prinzipien von Schauberger. Und dass da eben Geist Materie bewegt, können wir diese Erkenntnisse der Metaphysik und der Quantenphysik in die Wasserbelebung und Informierung einbringen und können damit uns wieder anschließen an die Urquelle, an das Seelenbewusstsein, an die Alleinheit, können essentielle Links miteinander kombinieren und können dann Dinge erleben, wo der Verstand, das Mentale, die Wissenschaft streikt, weil sie immer mehr erkennen wird, dass nicht das Außen das Innen beeinflusst und gestaltet, sondern dass es genau umgekehrt ist. Und in diesen Jahren des Forschens und Entwickelns haben wir Energiestrukturen, Symbole, Sender oder Energieaktivierungen gestaltet, die wir mit Alleinklang und Allgegenwart bezeichnet haben, was mit diesen Symbolen möglich ist, was diese Symbole beinhalten, das werden wir in einem späteren Video darstellen. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass jeder, der ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, was Schein ist und Sein ist, dass wir ihm diese beiden Bücher von Rudi Berner ans Herz legen. Auf ein Wort wird einigen von euch schon bekannt sein. Ein Schnellgang, Durchgang durch die Welt der äußeren Erscheinungsformen mit
etwa 270 Seiten, um dann in einem Werk von 80 Seiten zu erkennen, dass das Außen ja sowas von belanglos ist, sondern dass die Wirklichkeit die wirkenden Prinzipien innen sind und dass die Nullpunktenergie oder das höchste Gewahrsein ja von ganz anderen Ebenen aus das steuert, was du oder sie individuell oder was wir alle kollektiv miteinander erleben. Wie groß die Kraft ist des positiven Denkens oder der Wertschätzung, die wir uns und anderen entgegenbringen, dass die guten Gedanken der Wertschöpfung oder der Wertschätzung in einem Tropfen Wasser als wundervolle geometrische Strukturen sichtbar gemacht werden können und dass, wenn wir das Leben, was schon die alten Weisen erkannt haben, dass in der Ruhe die Kraft liegt und in der Stille die Offenbarung liegt, dass wir von innen nach außen unser ganzes Universum ändern können, dass wir Dinge erfahren können, wo das Mentale und das Rationale aussetzt, auch nicht mehr mitkommt. Und dass wir vor einem gigantischen Erkenntnissprung stehen, das haben wir vor ein paar Wochen gesehen, als die Wissenschaftler verkündet haben in CERN, dass sie das Higgs- oder sogenannte Gottesteilchen entdeckt haben. Und unsere Klärungen und Ermittlungen haben ergeben, dass dieses Higgs-Teilchen identisch ist mit dem Urteilchen oder mit dem, es gibt auf der Welt weder Geist noch Materie. Der Stoff des Universums ist Geist-Materie, genau mit dieser Geist-Materie, von der Pierre Teilhard de Chardin schon vor langer, langer Zeit gesprochen hat. Diese Dinge sind identisch. Und auch das Buch Unendliche Liebe von Glenda Green können wir euch sehr ans Herz legen, weil in allen Kapiteln beschrieben wird, dass ohne ein geöffnetes Herz entsprechend der Ho'oponopono-Methode oder entsprechend einem allliebenden Bewusstsein überhaupt kein positiver Wandel im Außen möglich ist, auch wieder Bestätigungen dafür, dass das, was uns ein anderes Leben, ein anderes Erfahren, ein gesundes Mehrkörpersystem, gesunde Nahrung schenkt, gesunde Lebensverhältnisse, was den Ausstieg ermöglicht aus Burnout oder Depression, niemals im Außen liegen, sondern nur im Inneren liegen kann und das der große Erwachensprozess ist, in dem wir Menschen aktuell stehen. Und dass, wenn wir begriffen haben, was hundertprozentige Absicht möglich macht, auch diese Folie, könnt ihr per Druck, per Bildschirmdruck ausdrucken, was hundertprozentige Absicht möglich macht, ist nur ein Beispiel dafür, dass hundertprozentige Absicht keine Gegenabsicht kennt, dass hundertprozentige Absicht das ermöglicht oder ermöglichen kann, was ihr im Internet noch in dem Film Urzeitcode finden könnt. Immer wieder verschwindet dieser Film im Netz und immer wieder taucht er wieder auf, dass eben vor 30 Jahren schon zwei Ciba-Geigy-Mitarbeiter durch Bestrahlung von Samen, von Farren, Mais und Fischeiern mit einem elektrostatischen Hochspannungsfeld Formen entwickeln konnten oder dass sich dadurch aus dem Erbgut, aus dem Samen oder aus den Fischeiern Formen entwickelt haben, die seit 6000 Jahren oder langer Zeit schon 100 Jahre bei den Fischeiern, Formen, die seit 100 Jahren schon ausgestorben waren. Was bedeutet das anders, als dass der Mensch mit seinem Gewahrsein, mit seiner Schöpferkraft sogar in die Genetik von Pflanzen sich einbringen kann und wenn er
ja, das mit einem Gewahrsein tut, was in Einklang mit der Alleinheit ist und dem Wohl des Ganzen dient, dann wird er auch diese Ergebnisse hervorbringen können ohne Technologie. Und das ist Nullpunktenergie. Und wer mit einem kleinen Test beginnen kann, der braucht nur ins Internet Gehirnhälften-Test einzugeben, der wird an diese sich drehende Frau kommen, der wird sie im Internet ganz einfach finden mit dem Begriff, und der wird mit seinem Bewusstsein die Frau links herum, die dreht sich also im Internet, oder rechts herum sich drehen lassen können. Ja, wo findet das statt? Findet die Drehung im Außen statt? Nein, die Drehung ändert sich gegen den Uhrzeigersinn durch unsere andere innere geistige Haltung. Also, sie dreht sich in unserem Kopf anders. Und wo die Wahrnehmung überhaupt stattfindet, wo außen und innen ist, was alles letztendlich in uns stattfindet, ich habe eben den Hinweis gemacht auf das Buch Bewusstsein und Logik. Dort werden die Zusammenhänge erklärt. Und mit diesem Gewahrsein der Alleinheit und mit dem Gewahrsein über das Mehrkörpersystem hat Kupfer Anton weitere Entwicklungen gemacht und hat die früheren Methoden der Wasseraktivierung und Energetisierung heute in noch einfacher durchzuführende Methoden ergänzt oder umgewandelt für 20 Euro ein Wasserperlator aufgeschraubt, sorgt dafür auf einen gängigen Wasserhahn, dass die Wasserbelegung oder Wasseraktivierung schon stattfindet durch die einfache Strudel- oder Spiralbewegung nach Schauberger, dann haben wir entsprechend den Erkenntnissen von Schauberger einen wundervollen Wassertext gestaltet. Geliebtes Wasser, aus dem Schoß von Mutter Erde bist du geboren, von der Sonne geküsst, vom Regen gestreichelt, vom Wind umspielt, so springst du über Fels und Kiesel, reicherst dich an mit Sauerstoff und Mineralien und kommst in der Qualität eines reinen Darkwassers bei uns an. Du nährst und stärkst uns mit den Energien, die die Schöpferkraft dir im Anfang gegeben hat. Wir danken dir. Amen. Ein als Ideal ermittelter Text zur Wasserenergetisierung, zur Wasserbelebung und für die Wasseraktivierung, kombiniert mit den Symbolen in unseren Wasserkarten, einmal Scheckkartengröße für ja, die Handytasche, die Hosentasche, das Hemd zum unterwegs dabei haben, einmal Postkartengröße für Wasserkaraffen und einmal DIN A5 Größe, ich zeige gleich diesen Einsatzort, also zur Wasseraktivierung aus dem Wasserhahn oder unter dem Wasserglas für unterwegs, für die Wasserkaraffe mit Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst. Hier seht ihr auch noch ein Röhrchen, wie es ein Keramikröhrchen, wie es bei den effizienten Mikroorganismen, wie es bei EM verwendet wird. Und der Einsatz der größeren Wasserkarte auf den oder am Hausanschlussrohr sorgt dafür, dass auch dort das Wasser informiert, energetisiert, aktiviert wird. Und du kannst die Kinesiologie nehmen, du kannst das Pendel, die Route, den Tensor nehmen, du kannst dein inneres Bewusstsein nehmen, du kannst das Wasser schmecken. Deiner Testkraft oder der Einsatzgebiete dieser einfachen Möglichkeiten sind
keine Grenzen gesetzt und du kannst jederzeit testen oder testen lassen, um wie viel Bovis oder um wie viel Energie von 100% möglichen an Einklang mit der Alleinheit, an Lebensenergie, das Wasser durch die Wasserkarten oder durch die Pellatoren energetisiert wird. Und wenn du siehst, 20 € hier und 20 € hier und wenige Euro hier mit den Edelsteinen, dann stellt das aktuell die preisgünstigste und effizienteste Methode dar, vom Hausanschlusskasten über die Wasserkaraffen, über das ja aus dem Wasserhahn herausgelassene Wasser bis hin zur Reisen unterwegs mit dem Glas mit der Chefkastengröße, stellt das die effizienteste und einfachste Methode dar, Wasser zu energetisieren und Wasser zu beleben und Wasser zu aktivieren. Unsere Forschergruppe hat aber noch weit mehr an neuen Technologien entwickelt, nämlich die Anker oder ja, die Transformatoren für das Heim oder für eine Firma oder für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Einfachste Erklärungen zu diesen vier Ankern oder Transformationsgeräten, so dass man eben zum Beispiel auf dem Feld keine Geräte mit Kupferwerkzeugen einsetzen muss, weil die Aktivierung über Anker und Transformatoren oder Sender ist viel einfacher als für teures Geld neue Werkzeuge für die landwirtschaftlichen Geräte zu bauen. Was also damit möglich ist, haben wir in einem ersten kleinen Film bei Kupferanton eingestellt. Wir werden aber das noch ausführlicher berichten, wie das funktioniert mit dem Kupfer, mit dem Gewahrsein, mit den neuen Technologien und mit dem Gärtner oder mit dem Bauern als Sender an die Mikroorganismen, an die Pflanzen, was sich dort im Sinne der Quantenphysik und der Metaphysik eigentlich abspielt, wo das Kupfer lediglich das Träger- oder Transformationselement dafür ist, oder der Anker oder der Stabilisator, aber die übergeordneten Prozesse in den Gesetzen der Metaphysik und in den Gesetzen der Quantenphysik liegen. Das werden wir im nächsten Film genau erklären. Informationen und bestellen könnt ihr die Perlatoren und die Wasserkarten bei Kupfer Anton über Alleinklang TV, über das Kuckucksei Nusshausen, www.kuckucksei-nusshausen.de und über die Internetseite brot-und-salz.de. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Denn Alleinklang TV ist tätig in der Gestaltung von Lösungen für eine bessere Lebensqualität. Und wir empfehlen euch auch das Tao Te Ching, weil dort unendlich viele tiefgehende Wahrheiten über Schein und Sein, über Nebel und Leben stehen. Und ja, dem, was im 71. Tao steht, über die Kraft und über die Fähigkeit von Wasser, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das lasst euch einmal in einer ruhigen Minute durch euer Bewusstsein gehen und ihr findet dann raus, dass das Wasser eins der wertvollsten Stoffe oder die Prinzipien des Wassers eines
die wertvollsten Informationen enthalten, die in jedem Lebensbereich eingesetzt werden können, sodass wir wieder weise wählen können und uns das Leben in allen Bereichen wieder leicht von der Hand geht, mit Gewahrsein und Allliebe, mit Achtsamkeit und mit bewusster Neuschöpfung in Einklang mit der Alleinheit und für das Wohl des Ganzen. Herzlichst Alleinklang TV und Kupfer Anton.